Welcome everybody for the next talk. Hallo alle zusammen. Wenn Algorithmen in unserem Privatleben versagen, unser Sprecher heute, Carolyn Sinders, sie ist eine User-Researcher von IBM und aus den USA. Die ist auch ein Mitglied in einem New Yorker Hackerspace. Wir haben schon gelernt am Kongress, was Algorithmen so machen, wie Algorithmen diskriminieren können oder nicht diskriminieren können, beim Arbeitsvermittlungsprozess. Und Carolyn sagt uns jetzt, was Algorithmen wirklich nicht machen können, was wir, also Menschen, aber machen können. Hi everyone, I'm Carolyn Sinders. Hallo, ich bin Carolyn Sinders. Ich sollte vielleicht sagen, dass ich hier meine persönliche Meinung sage und nicht für IBM spreche. Das ist eine Präsentation über ein komisches und spezielles Kunstprojekt, das ich gemacht habe im November. Das ist eine gute Art, mich zu beschreiben, weil ich lebe auf dem Internet und ich studiere Online-Kulturen, Online-Gemeinschaften und beschäftige mich viel damit, wie es auf verschiedenen Online-Plattformen aussieht, Wikipedia, Reddit, 4chan und sowas. Und ja, auch Facebook, Twitter und alle möglichen anderen normalen. Und alle von diesen verschiedenen Plattformen haben eine spezielle Identität und haben immer eine spezielle Sache, wie Leute da reden, wie wir da reden. Und das kommt auch über die Infrastruktur der Plattform und wie sie aufgebaut ist und wie die Plattform sich den Benutzern gegenüber identifiziert, so eine Art Code of Conduct. Und ich habe mich speziell mit Online-Belästigung beschäftigt und ja, nicht warum es ist, sondern wie es funktioniert und wie es mit verschiedenen Kommunikationsarten funktioniert, wie die Benutzer verbunden sind, wie sie mit den Privatsphäre-Einstellungen verbunden sind und wie sie mit ihren privaten Daten umgehen. Und ich beschäftige mich mit komplexen Gefühlen gefühlten Reaktionen in komplexen Systemen. Manchmal schreibe ich Sachen, dass das Internet nicht mag, wo das Internet ein SWAT-Team zum Haus meiner Mom geschickt hat. Und ja, wo halt ein gewalttätiger Telefonanruf bei der Polizei gemacht wird und dann schicken die halt ein SWAT-Team oder die Polizei. Manchmal werden Panels abgesagt, auf denen ich spreche, weil jemand belästigt wurde oder es irgendwie kontrovers ist oder Gamergate das nicht mag und so. Und was mich aber wirklich bewegt, ist, wie Systeme Verhalten beeinflussen. Und wenn ich halt in meinem Job bin, dann beschäftige ich mich vor allem mit Benutzerverhalten und mit künstlicher Intelligenz, also mit Chat-Robotern und wie halt Roboter dann Konversationen mit Leuten haben. Und ich beschäftige mich also immer damit, wie das Interface oder die Oberfläche dann die Leute beeinflusst, da mit dem System zu interagieren. Und dann habe ich halt so, bisher habe ich so weite Forschung gemacht in Algorithmen,
mit verschiedenen Techniken oder Methoden. Und ja, was würde zum Beispiel passieren, wenn wir Leuten bessere Privatsphäre-Einstellungen geben würden und was sie dann mit ihren Daten einstellen würden? Und Algorithmen sind wirklich nicht besonders schlau und die Sprache ist in den Algorithmen wirklich mehr Daten als, als Sprache, weil es halt nicht linguistisch erfasst wird, sondern nur als Daten. Und dann, wenn man halt ein System machen will, mit dem man verschiedene Probleme für verschiedene Leute löst, was macht man dann? Ich habe so ein paar Wireframes erstellt, was man so machen könnte, was man so erreichen könnte, und habe dann versucht, das mit Leuten zu testen, wie das die Leute beeinflusst und wie sie sich organisieren, wie sie mit den Leuten reden und was sie halt damit erreichen wollen, auf Twitter zu interagieren. Was ich da gemerkt habe, ist, dass wir uns auf die Privatsphäre konzentrieren müssen in sozialen Medien, und das ist genauso wichtig wie der Inhalt selbst. Wenn ihr oben die Box in der Ecke seht, das ist so ein Platzhalter dafür, wie es aussehen würde, wenn ich mit meine Seite redesignen würde mit Privacy Settings. Es gibt ja Leute, die 100.000 Leute haben, die total öffentlich sein wollen. Die wollen immer erreichbar sein. Und ich lese manchmal, die haben 3.000 und die wollen total versteckt sein, aber trotzdem halt Twitter-Tweets haben, die man sharen kann. Einige wollen nicht privat sein, aber andere wollen das halt doch. Und wie ihr seht, kann man hier verändern, wie der Inhalt zugänglich ist. Und so würde das echt verändern, wie Leute auf Twitter Sachen lesen. Das ist so die Idee von Freunden von Freunden. Nicht Leute zu erlauben, die weniger als so und so viele Followers haben. Oder Accounts, die weniger als x Tage alt sind. Zum Beispiel, wenn in einer Belästigungskampagne dann nicht so ein wochenalter Account mit 3 Followern dich belästigen kann, das ist nämlich eben ein Troll-Account. Das soll jetzt nicht unbedingt Judgment sein, so wenn du weniger als das hast, dann sollst du dich an mich tweeten, aber naja. Und wenn du öffentlich zugänglich bist auf Twitter, dann ist das so eine Mischung aus Gefühlen, so, privat und öffentlich. Und Leute haben halt entweder Avatare, die ihnen überall hin verfolgen, aber benutzen nicht ihren echten Namen. Das funktioniert ganz gut auf Twitter. Also ich benutze meinen echten Namen, das kann ich nicht zurückziehen. Und wenn ich Twitter benutze, benutze ich es einfach ganz anders wie jemand, der das einfach nur ab und zu macht. Und wir brauchen verschiedene Sachen. Hier sind verschiedene Einstellungen, die meine und die das, was meine Interviewees brauchen, so gut bekommt. Und das beeinflusst, wie zugänglich ich bin. Und dann Sachen, blockierte Accounts und Tweets. Könnt ihr nicht sehen, wenn ihr es könntet, wenn ihr belästigt wird, wenn es einfach nur ein Stalker ist, dann ist einfach nur ein Tweet, das es auslöst. Wenigstens in einer Belästigungskampagne gehst du nicht irgendwo hin und sagst, ich blocke dich, sondern es ist eine Interaktion, die eine Antwort erzeugt. Und dann musst du vielleicht auch noch einen Report zu Twitter senden. Und der User kann das kontextualisieren, wie diese Dinger zusammenhängen mit Mob-Belästigungskampagnen und so weiter und so fort. Hier gibt es dann dieses Maschinenlernen, die mehrere Reports auf einmal versenden, wie das zusammenhängt. Ja, Sachen, Leute gruppieren. Und das habe ich gestern Nacht verändert, was ich in meiner Forschung gelernt habe, dass User nicht wirklich wissen, wie ihre Sprache eigentlich Daten sind und wie zugänglich ihre Sachen sind. Ich habe also ein paar Sachen gehört über Tweets, die viral gegangen sind.
irgendwas tweeten, dass zum Beispiel eine Frau einen total schrecklichen Witz über AIDS gemacht und Twitter ist absolut explodiert. Die Geschichte ist, dass diese Frau nur 100 Followers hatte und nie Interaktion mit ihren Tweets hatte und nicht so wie eine Fremde. Das ist für sie ein Moment, wo das System dann halt zusammenbricht. Und ich möchte, dass man den Usern zeigen kann, wie zugänglich sie sind, selbst wenn sie sich irgendwie klein fühlen. Selbst wenn sie sich so fühlen, als ob niemals mit ihren Twitter-Tweets interagiert, kannst du trotzdem sagen, dass sie völlig offen sind. Und die Informationen in diesem System können halt sehr schnell geteilt werden. Und so funktioniert Twitter. Und dazu, ich gefragt, wie man das schnell kaputt auseinanderbricht in Benutzer-Follower-Eindruck deinem dezentralisierten sozialen Kreis auf Twitter. Und dann habe ich mir Facebook angesehen und was ich da gesehen habe, ist, habe ich noch ein paar Interviews gemacht für dieses Projekt, für diesen Social Media Breakup Coordinator, dass Leute einfach gar nicht wissen, was der Privacy-Haken bedeutet. Das ist dann so ein Haken, wo man sagt, nur Freunde können das sagen. Was, wenn sie dann ein Pop-up hätten? Also stehen würde, ja, so das, was du hier stehen halt, kann nur sehr und der sehen. Und zeigt dann halt so, wie wer das halt sehen kann, wer damit interagieren kann mit deiner Information. Und weil, wenn man diesen, ja, das verfolgt, dann wie sieht es eigentlich aus, wenn man so einen semi-privaten Raum in einem öffentlichen Netzwerk hat? Und unsere Kommunikation im Internet ist asynchron, aber viel Social Media macht so eine Zeitlinie, so eine falsche Idee davon, wie eigentlich Informationen gespeichert werden. Und es fühlt sich dann ganz relativ sicher an, aber es kann ja trotzdem total öffentlich sein und man kann trotzdem damit interagieren. Es ist ein falscher Eindruck von Sicherheit. Und verschiedene Sachen, was wir brauchen als User. Wir leben unsere Leben halt in sozialen Medien und wie sieht es denn aus, wenn wir einen semi-privaten Raum im öffentlichen Netzwerk schaffen? Da gibt es diese nebulöse Sache mit Algorithmen im sozialen Netzwerk und viel davon passierte, als Facebook Algorithmen ihre Timeline eingeführt hat. Das war das letzten Sommer, dass es die Ice Bucket Challenge gab. Die Aufstände in Ferguson. Und Leute haben einfach gemerkt, dass die Ice Bucket Challenge einfach höher gestellt wurden als diese Proteste. Und um das umzugehen, wurde dann die Ice Bucket Challenge in die Tags von Ferguson reingetan, damit das auch in der Timeline auftauchte. Und da war dann diese Idee, dass Nutzende nicht wirklich wissen, wie und warum Algorithmen Sachen über andere Sachen stellen. Ich weiß einfach nicht, wann es zugänglich ist, wie es zugänglich ist und ob es zugänglich sein wird. Das hat mich zu diesem Projekt geführt. Ich habe ein falsches Performance-Kunststück gebaut. Nicht so richtig ein Kunststück, ein Social Media Breakup Coordinator, den Beziehungsabbruch-Koordinator. Mit einem Büro und ich hatte 15 Minuten Consulting-Therapiesitzung in sozialen Medien. Ich hatte so ein sehr einfaches User-Quiz, als sie sich dann mit mir zusammensetzen haben. Dann hatte ich so eine Terms of Service-Sache unterschrieben und ich habe ihnen zugehört und dann Sachen aufgeschrieben und ich habe verschiedene Leute kennengelernt und von meiner Forschung wusste ich, dass es viele Momente gibt, wo es menschliche Interventionen in Algorithmen geben muss in sozialen Medien und wie zieht man da weg von Gruppen, wie schneidet man diese Verbindung ab, wenn du auf verschiedenen Plattformen postest. Und ein gutes Beispiel ist, wenn was passiert, wenn jemand in deiner Familie stirbt, dann was hat das mit deinen Erinnerungen, deine Emotionen, weil das auf Instagram ist. Und
Was ist jetzt mit deinem Job, wenn du den beendest und deine alten Arbeitenden sind immer noch verbunden mit deinem Boss und können das sehen, wenn du irgendwas Negatives über die Arbeit schreibst? Und die meisten User, hoffentlich nicht die meisten hier, haben nicht so richtig Ahnung, wie viel von ihren Informationen zugänglich ist. Ich war also neugierig, ob Menschen mir Geld geben würden, um ihnen Rat zu geben als professionelle Person und ob sie mich bezahlen würden. Und ja, dann könnte man ihnen beibringen, halt die Privatsphäre-Einstellung der verschiedenen Plattformen besser zu verstehen. Und ich habe dann realisiert, dass ich mit verschiedenen Leuten sprechen musste, weil ich bin halt eher so der Benutzerwissenschaftler und ja, dann so die sozialen Medienplattformen halt mehr und mehr Aspekte unseres Lebens integriert werden, habe ich dann halt gemerkt, ich kann mich nicht damit allen Aspekten davon beschäftigen. Ich habe mit einem Verwaltungsberater gesprochen und anderen professionellen Menschen, Experten, Designer. Und es ist nicht mein Job, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, aber halt ihnen zuzuhören, was sie tun wollen. Ein Benutzer kam zu mir und hat gesagt, ich habe einen belästigenden, gewalttätigen Freund und ja, kannst du mir helfen, was soll ich da machen? Zum Beispiel, wenn du auf Facebook gefreundet bist und du bist mit den Eltern auch auf Facebook gefreundet und dann wenn du die Leute, es reicht nicht, wenn du die Leute unfriendest, sondern du musst sie auch blocken, um halt wirklich die Verbindung, die der Algorithmus mit dir, mit den Leuten zurechnet, zu kappen. Und ja, es kommt dann gar nicht so drauf an, warum bist du hier und andere spezifische persönliche Details. Und warum würde ich das tun? Ich bin halt sehr daran interessiert, wie Leute ihre Online-Leben leben und ich sammle gerne Daten und ich habe 16 Leute 20 verschiedene Fragen ausfüllen lassen und dann bin ich ihre Probleme durchgegangen und habe dann verschiedene Probleme aufgestellt, die ich für Leute vielleicht lösen könnte, basierend auf ihren Antworten. Und ein Ziel war halt, die Leute zu sehen, wie Privatsphäre gesehen wird in sozialen Netzwerken. Und dann geht es auch darum, also wie soziale Arbeit halt outgesourced wurde. Also zum Beispiel Apps, die sagen, ja, wir beenden die Beziehung für dich. Und ja, die Medien dachten dann auch irgendwann, das ist echt. Und es war wirklich schwer, ihnen zu erklären, dass es nur ein Kunstprojekt ist. Und ja, aber du hast ihnen ja einen Vertrag, hast ja einen Vertrag unterschreiben lassen. Und ja, es kann doch nicht sein, was hast du gemacht? Und es ist wirklich ein Kunstprojekt. Und für mich ist es, weil es ein Kunstprojekt, weil es halt wirklich ein Kommentar über die Kultur, Startup-Kultur oder soziale Medienkultur in Amerika, wie die Daten benutzt werden und ja, ich habe ihnen wirklich erzählt, was ich mit ihren Daten mache, was ich nicht mit ihren Daten mache. Aber wenn wir wirklich mit sozialen Netzwerken interagieren, haben wir dann wirklich die gleichen Schnittstellen. Ich habe $1 pro Minute verlangt
Und es war wirklich anstrengend, aber es ging jetzt wirklich, es gab keine Kommentare über den Preis, den ich genommen habe. Ich habe jetzt wirklich neuen Respekt für Therapeuten, weil es wirklich anstrengend war. Also wenn es darum ging, welche Plattform ich machen würde, dann habe ich das so ein bisschen eingeteilt nach den vier Plattformen, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Und dann habe ich das in so ein paar soziale Gruppen eingeteilt. Freunde, Familie, Arbeit und Netzwerk. Und dann habe ich halt so dran gedacht, warum würde dein Lebensabschnittsgefährte oder so dir auf LinkedIn folgen oder dein Chef auf Facebook? Und ja, sollte man das? Kann man, muss man aber nicht. Und ja, wenn die persönlichen Verbindungen sich dann auflösen, dann muss man halt da jeweils immer genauer drüber nachdenken, wie man das auflösen will. Dann für das Projekt, ich habe es wirklich versucht, richtig aussehen zu lassen, mit einer Sekretärin und die Zeit, wann sie da sein mussten, und ich habe sie ein Formular ausfüllen lassen. Und dass irgendjemand noch vorbeigekommen ist, das ist ja auch irgendwie normal. Das bin ich bei der Arbeit. Jeder hat einen eigenen Ordner bekommen mit seinem Namen oder ihrem Namen. Und dann habe ich wirklich auch aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Und ich habe in Terms of Service Agreement unterschreiben lassen, dass jeder bekommen hat. Und ja, ich habe halt wirklich versucht, es gut aussehen zu lassen, auch wenn es halt ein schlechtes Haus war, das fast auseinandergefallen ist. Und ja, war jetzt auch wirklich nicht gestellt, das war wirklich so. Da gebe ich gerade eine Beratung. Das sind ein paar Studenten, die vorbeigeschaut haben, weil ich eine Lecture gegeben habe über visuelle Geschichtenerzählung in den sozialen Medien. So sieht das Service Agreement aus. Ein Lieblingssatz von mir ist, meine Ansicht, das Verhalten dieser Person ist, dass es ihm möglich ist, einzuwilligen. Das wurde speziell für mich, für dieses Projekt halt erstellt. Und die verschiedenen sozialen Medienplattformen sind halt da fett gedruckt. Und die Natur, die Art des Service wurde festgelegt. Und dann wurde halt festgelegt, dass es keine Therapie ist, weil was am ehesten könnte man sagen, das ist ein super spezieller Suchmaschinenoptimierungsberater ist. Das ist ungefähr das, was ich bin oder war. Und es gab nur zwei Leute, die vorbeigekommen sind und mich, die über Herzschmerz gesprochen haben. Dann ging es um Leute auf LinkedIn und wie man mit seinem alten Job Schluss macht. Und ja, ob man den Leuten von seinem alten Job entfolgt auf LinkedIn oder nicht. Und dann ging es darum, wie die Leute auf Social Media sich verhalten. Ja, dann, warum seid ihr hier? Ein bisschen persönlicher wurde es dann. Warum seid ihr hier? Wegen Freunden, Herzschmerz.
Und dann ging es so um den persönlichen Algorithmus, den ich gebaut hatte. Jede Antwort hat verschiedene andere Sachen ausgelöst. So Antwort A plus C plus D. Und basiert darauf, dann kommt halt so ein ein anderes Ergebnis raus. Und so funktionieren halt Algorithmen. Und das war so mein Teil des Kunstprojekts. Dann habe ich noch eine generelle Frage gestellt. Fühlt ihr euch sicher online? Nur 2 Leute haben Nein gesagt. Das fand ich erstaunlich. Manchmal dachte ich, es müssten mehr sein und manchmal dachte ich, es müssten weniger sein. Ich hatte mir vorgestellt, es müsste jemand kommen, der sagt, ja, er ist irgendwie, wird online verfolgt oder belästigt. Und 60% der wie oft wollt ihr Social Media benutzen? Also fast immer. Und was noch interessant war, wofür sie es benutzen. Die Hälfte haben gesagt, dass sie es zum Socializing benutzen. Und wenn man fragt, wofür sie es benutzen wollen, dann sagen wir auch die Hälfte für Networking anstatt für Socializing. Das habe ich gelernt. Oft habe ich gesagt, ja, vielleicht sollt ihr einfach Facebook, Schluss machen mit Facebook und es stoppen, es zu benutzen. Habt ihr ein Smartphone? Ja. Dann löscht die Anwendung vom Smartphone. Und was ich wirklich faszinierend fand, war, dass fast niemand Facebooks Privatsphäre-Einstellungen verstanden hat. Wenn sie weniger verfügbar sein wollen, dann habe ich immer zuerst gefragt, ja, habt ihr Privacy-Checkup gemacht? Und dann war es immer so, ja, ich wusste nicht, was das ist, oder sie wussten nicht, was das ist. Und dann die meisten wussten nicht, dass die immer noch verfügbar sind, selbst mit verschiedenen, selbst mit harten Privatsphäre-Einstellungen. Zum Beispiel können euch trotzdem noch Leute anschreiben, auch wenn ihr nicht befreundet seid. Ja, und einer meinte, ja, ich will halt super privat sein, aber wenn jemand, ein junger Entwickler oder so, mich anschreiben will? Und ja, dann meinte ich, ja, das geht immer noch, das kann trotzdem jemand machen. Und dann, er war mehr damit beschäftigt, dass Freunde vielleicht durch ihn irgendwie ausgestellt werden könnten. Und niemand hat sich irgendwie mit Instagram beschäftigt, weil bei Instagram war es ihnen egal. Das größte Ergebnis war so ungefähr jeder, der dabei war. Und es gab zum Beispiel viele, die wirklich viel wussten. Und zum Beispiel es gab viele Ingenieure und so, die sich halt irgendwie auskannten und dachten alle, sie verstehen die sozialen Medien nicht so wirklich und danken alle, dass sie sich besser auskennen müssten. Alle diese Tools sind so vernebelt und dass du halt irgendwie zu so einem komischen Büro gehst und jemand $15 zahlt, um jemand dafür bezahlen, sich damit zu beschäftigen, das zeigt ja schon, wie vernebelt das alles ist. Das ist so mein bestes Problem irgendwie. Wenn ihr jemandem eine SMS schreibt, dann werdet ihr bestimmt nicht mit Screenshots erklären. Als das Projekt anfing, hat ein Freund über mich geschrieben und einer ihrer Follower hat sofort gedacht, dass ich Facebook nicht verstehe. Und hat dann versucht, mir Facebook zu erklären.
was ich ziemlich beleidigend fand, weil ich arbeite für eine Technologiefirma und beschäftige mich die ganze Zeit damit. Und das ist aber jetzt keine ungewöhnliche Antwort, weil es halt wirklich kompliziert ist. Und dann, naja, wenn man halt zum Erklären irgendwie Screenshots erstellen muss, dann hat man als Designer irgendwas falsch gemacht. Was sind meine generellen Gedanken dazu? I can't even. Ich kann es einfach nicht. To you and all of us here is, was ich euch so erzählen möchte, ist, lass uns einfach mal etwas nicht Beschissenes tun, okay? Das ist der Grund, warum Leute Facebook nutzen. Okay, das ist kein Talk, um Leute von Facebook zu kriegen. Leute sind auf Facebook, ich bin auf Facebook. Das wird auch lange so bleiben, die haben automatisch Login und so weiter. Es ist so ein Designmuster, das dafür da ist, damit Leute da das brauchen. Und als Designer und Technologist möchte ich das irgendwie anders machen und nicht nur für meine Freunde. Deswegen socialmedia.onion oder so. Und was ist jetzt die Zukunft dieses Projekts? Ich arbeite mit einem Koop mit zwei Technologisten und diesem Social Media Breakup Coordinator möchte ich noch mehr Daten zusammentragen darüber, wie Leute diese Plattform benutzen und mehr Informationen über Privatsphäre ausbuddeln und darüber, was wir online machen. Und ich möchte irgendwann mal so ein richtiges festes Datenset haben, das man irgendwie nur benutzen kann und nicht nur so als ein kleines, nettes Ding. Vielen Dank. Well, thanks for this inspiring talk. Vielen Dank für diesen inspirierenden Talk. Bitte geht zu dem Mikrofon im Raum. Dann könnt ihr Fragen stellen. We have the first person at microphone number two. Mikrofon Nummer zwei. Did you ever raise the question why? Hast du mal die Frage gestellt, warum jemand die Einstellung nicht versteht, aber trotzdem noch Facebook benutzen? Also wie wenn ihr oft nicht versteht, was der jemand macht. Ja, also was ich hier sagen möchte, ist, dass wir diese Designs haben in diesem im Alltag, die den Nutzer von Facebook einfach forcieren. Und da geht es um normale Benutzer und normales Verständnis von Technologie. Sie sind nicht sehr digital und technisch gebildet. Da gibt es so ein paar Taschen, zum Beispiel hier, da gibt es so eine großartige Gemeinschaft. Aber was ich eigentlich versuche, ist, die Leute, die es nicht richtig verstehen, das sind nicht irgendwelche alten Eltern oder so, das sind MitarbeiterInnen von mir, Leute, die vielleicht auch ein, zwei Jahre älter sind, und das Ding ist, es ist einfach und es ist sehr süchtig machend und es ist wie ein Telefonbuch, es sind alle drin. Es ist alles sehr hilfreich und man redet schnell mit Leuten, aber was noch größer ist, dass das ist eine Macht und alle Webseiten, wo man hingeht, und die Hälfte davon sagt, log dich mit Facebook ein, log dich mit Twitter ein. Und das sind so Designs, die für uns ganz harmlos aussehen, aber sehr wichtig sind. Damit wird Facebook noch zugänglicher, weil es einfach so einfach ist. Ich denke, schau darüber, was die dritte Third-Party-Apps so machen können mit diesen Facebook-Logins. Aber der einfache Nutzer, der weiß das nicht. Und das ist so das Problem, denke ich. Next question. Nächste Frage von Mikrofon Nummer 4. Hallo. Vielen Dank für den Talk. Ich habe noch zwei Fragen, die irgendwie gleich sind. Es geht um das Kunstprojekt des Talks. Wie hast du sichergestellt, dass Leute wirklich dachten, dass es ein Kunstprojekt ist? Hast du auf die Absurdität gesetzt oder es muss irgendwie eine Übertreibung geben, dass es ein Kunstprojekt ist? Und die Daten, die du bekommen hast als Forschungsergebnis, was hast du damit
das verstellt irgendwie das Kunstprojekt. Und deswegen sind vielleicht die Leute bei Instagram auch so, ist es ihnen egal, weil wenn sie Essen fotografieren oder so, dann ist es halt irgendwie Kunst für sie, aber sie sehen es nicht als Datensammlung. So, also wie ich das versucht habe, mich zu beschreiben, ist ich versuche, das mich als kritischen Designer oder sowas zu beschreiben und dann machst du halt was Echtes, das irgendwie einen Punkt setzt und wie ich das versucht habe, Leuten beizubringen, dass es ein Kunstprojekt ist von mir. Hat es mir geholfen, dass ich in New York war, als ich das gemacht habe, dass ich das in einer Kunstgalerie gemacht habe, über Videospiele. Und da waren Arcades, Spielmaschinen im Hintergrund. Ein paar Leute rufen dann an, die das gesehen haben und sich da online eingeschrieben haben. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist halt ein Kunstprojekt. Und da bin ich einfach so mitgegangen. Und sie haben also die Terms of Service unterschrieben. Ich habe ihnen gesagt, dass das keine Therapie ist, dass ich nicht wirklich für irgendwas verantwortlich machbar sein kann, was euch jetzt entscheidet. Und das ist alles nichts, was ihr folgen müsst. Das habe ich allen erzählt. Und habe dir nur erzählt, was ich am besten wusste. Und über diesen Algorithmus, den du einfach nicht sehen kannst. Und diese Fragen, ja, da gibt es dann verschiedene Ergebnisse. Den musst du auch nicht mögen. Den kannst du den Quiz nochmal machen. Aber das größere Ding ist, dass auf dieser merkwürdigen Linie läuft. Das ist so eine Anekdote, aber ich bin auch Fotografin und benutze diese Technologie auch. Und meine Arbeit ist immer so, meine Familie und ich die Sachen nach Katrina machen. Und was die Leute dann denken, ist, dass es echte Fotografien sind. Und ja, ich mache die halt so nebenher, aber ich baue die halt auch. Und so funktioniert auch dieses Projekt. Es war nicht echt, aber es hat sich für uns echt angefühlt. Und es ist ein Kommentar an Dinge, die eine echte Lösung versprechen. Nächste Frage, Mikrofon Nummer 3. Weißt du von einer Software, die zeigt, wie offen du anderen Leuten gegenüber bist? Also auf der Facebook-App zum Beispiel, so eine Art Spiegel deiner selbst. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich benutze da verschiedene Dinge, zum Beispiel Wi-Fi-Sniffers. Das ist einfach ganz gut zu dem Passwort, was du redest. Ich versuche generell nicht, dass ihr das alle sein müsst. Einfach mal unfollowen, refollowen und gucken, was passiert und ausloggen und wieder einloggen. Und dann sehe ich, wie ich aussehe für andere Leute. Das ist ein bisschen irre. Und das müssen wir nicht unbedingt alle machen, aber ich weiß nicht wirklich, ob es da so einen Checker gibt. Und da gibt es irgendwelche Systeme, die das können, für zum Beispiel Instagram. Wer hat dich ungefolgt, befolgt dir und deinen Leuten, die du folgst? Das hat Instagram halt im Moment einfach noch nicht. Das ist eine dritte Partei, Anwendung, die du runterladen musst. Und so ein Ding für Twitter, um zu zeigen, wie zugänglich deine Tweets sind. Aber das zeigt nicht wirklich, wer hat dir gefolgt wegen diesem Tweet heute. Und einen robusteren analytischen Breakdog gibt es da nicht. Und du hast über das getweetet, das hat ganz gut funktioniert und über das nicht. Und über das und das nicht so. Punkt 4. Vielen Dank für die Ergebnisse über visuelle Ergebnisse der Daten, wenn nichts passiert. Aber mich interessiert wirklich, was deine Gedanken sind über zeitliches Design oder Daten in Bewegung. Also vor allem, wenn du meinst, dass die Leute die sozialen Medien nicht verstehen. Und beim Programmieren reden wir über Code und dass es irgendwie nicht richtig designt ist. Und ein Designgeruch, also ja, vielleicht müssen wir irgendwie was ändern, wie wir es machen. Mich interessieren nur deine Gedanken. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mich noch nicht mit Ingenieuren von Twitter oder Facebook getroffen, aber wenn ihr hier seid, dann möchte ich mit euch reden. Ich habe mit wem geredet, der in Branding mit der Marke Twitter geredet hat.
und hat erzählt, wie dieses Markenteam Werbung macht. Und da sieht man ganz gut, wie der Algorithmus funktioniert. Er schmeißt mit Buzzwörtern um sich, wie er es halt so möchte. Das hat ein Mitarbeiter von meinem Job. Aber er hat was sehr Faszinierendes gesagt. In West Carolina, da gibt es so viel Müll und Lärm. Da ist so viel Lärm, um diese Algorithmen zum Arbeiten zu bringen. Und bei Twitter ist das Problem, dass die Infrastruktur schlecht gebaut ist. Und um das zu bekämpfen, kannst du nicht, irgendwo hingehen, wo sie es neu machen können mit einer besseren Codebase. Sie bauen einfach immer alles drüber. Und da gibt es einen Haufen Anti-Belästigungssachen für irgendwelche speziellen User und nicht für die allgemeine Userbase. Und ihre Anti-Belästigungskampagnen benutzen, funktionieren halt viel besser. Und du wirst einfach nicht sehen, was für Belästigungssachen auf dich zukommen. Das fangen sie auf, das kannst du vielleicht später lesen. Aber das ist sehr spezifisch, eine sehr spezifische Veränderung. Ich habe noch nie gesehen, wie ein verifizierter User-Account aussieht. Also ich hat mich noch niemand einloggen lassen. Also wenn du sowas hast, dann lass mich drüber reden. Aber bei Freunden, die das haben, das ist wie Twitter 2.0, das ist einfach ein bisschen besser. Aber was ich denke, ist, dass das größte Problem ist, dass es so viele Daten in Bewegung sind, die du isolieren musst, dass man infrastrukturmäßig einfach entscheiden muss, wer ist ein Power-User, wer nicht. Und dann die Power-User-Infrastruktur wird ein besserer Power-User. Ich glaube, die versteckte Frage ist, die ich hatte, ob Twitter sich eigentlich auseinanderfetzen muss, weil es die Menschen targetet und nicht ihre Begründung. Ja, als Twitter-User habe ich darüber nachgedacht, zu quitten, also rauszugehen, aber die Community ist cool und es ist irgendwie so eine emotionale Verhandlung. Ich weiß nicht, wie erreichbar ich bin. Ich werde ständig belästigt für bestimmte Sachen. Und es ist einfach so merkwürdig, warum bin ich immer noch hier? Aber ich mag es einfach. Und das ist das große Problem. Vielleicht zieht es sich auseinander, aber Belästigung ist halt ein Problem für sehr spezifische Gruppen von Leuten. Das muss nicht unbedingt allen passieren, weil es mir passiert, weil das halt für alle offen ist. Aber ich bin mir wohl nicht so sicher. Ich bin einfach interessiert zu sehen, was in den nächsten 3-4 Jahren passiert. Zu gucken, was mit Twitter los ist, weil Twitter wird nicht größer heute. Sie haben so ein bisschen ein Plateau erreicht. Und sie wachsen nicht so wie andere sozialen Mediennetzwerke wachsen. Das ist ein Problem. Und das könnte zusammenhängen, dass die Infrastruktur schlecht ist oder der Code of Conduct einfach nicht ausreichend. Mikrofon 4, bitte. Letztes Jahr hat mein Bruder meine Mama geblockt auf Facebook und sie ist immer noch ärgerlich über es, weil ja, hast du in das Online-Social-Network geschaut, wie das Offline-soziale Netzwerk beeinflusst? Also auch wenn es verschiedene Sachen sind, zum Beispiel wenn man den alten Boss oder alte Mitarbeiter noch auf irgendwelchen Konferenzen trifft, wie sind da die Einflüsse zwischen den verschiedenen Online- und Offline-Netzwerken? Ich denke da jedenfalls eine Menge drüber nach und da mache ich auch viel Forschung drüber. Was jetzt irgendwie richtig ist, was höfliches Benehmen ist, und als Amerikanerin komme ich aus einem sehr spezifischen Ort, aus Louisiana, das der amerikanische Süden ist, wo es eine sehr, sehr spezielle Kultur ist. Wir sprechen zwei Sprachen, es ist Englisch. Und was anderes. Und New Orleans hat die größte Rate an Leuten, die da geboren sind, auch da bleiben. Und so irgendwie sehr lokalisiert wirst, wenn du Amerikaner gegen Kanadier, gegen Mexikaner, gegen Lateinamerika aufwächst, dann sind die Interaktionen, die du offline hast, auf jeden Fall mit den Online-Interaktionen irgendwie gleichzusetzen. Und
face with this person. And let's think of them. Muss man halt gucken, wie oft man mit diesen Leuten zusammenkommt, mit einem neutralen oder höflichen Weg finden, um damit Sachen aufzubrechen. Das hatte ich bisher nicht mit den Leuten. Den ich gesagt habe, dass die Leute unfrienden sollten, dass die Beziehung dann sehr viel schlechter geworden ist. Aber bei einem Boss ist meine Reaktion oft: Warum sagst du deinem Boss nicht, hey, ist okay, ich würde gerne mit dir weiterschreiben, hier ist meine E-Mail, aber mein Instagram ist noch für Freunde. Nächste Frage von Mikrofon Nummer 1. An dem Projekt ist mir wichtig zu wissen, ist Social Media Breakup wirklich möglich oder, geht es eigentlich gar nicht? Schlecht, wenn meine Antwort ist beides, weil wenn man Social Media irgendwie benutzt, dann weiß ich nicht, ob der Weg richtig ist. Facebook möchte, dass du mehr postest als Twitter, mehr Leute zu kriegen. So wachsen die Dinger nicht, sondern so durch das Inhalt wachsen und die Inhalte an Werbeleute verkaufen können. Ich bin da recht agnostisch und denke, dass dieses Sharing, Cross-Plattform-Teilen, wenn man postet, das ist für die Privatsphäre eine schlechte Idee. Wenn du was wo sagst, sind alles Identifizierende. Das kann alles zeigen, wo und wer du bist. Und das versuche ich irgendwie Leuten beizubringen, dass was du wann sagst, musst du nicht unbedingt online sagen. Ich gebe ein Beispiel mit Leuten, die ich versuche nicht Orte zu posten, aber das kann ich nicht so richtig. Und dann habe ich ein paar interne Dialoge. Soll ich das jetzt posten? Zum Beispiel auf CCC. Wenn Leute mit mir über was reden wollen oder dass ich nicht reden will. Oder wenn ich zu Hause bin und meine Mutter irgendwie zu einem Ziel mache, wenn ich was poste. Und das sind so ein paar Extrembeispiele. Aber muss man halt drüber nachdenken, dockst du dich jetzt aus Versehen? Hey, ich bin unten an der Bar und jetzt mache ich das auf Foursquare und dann zeigst du den Leuten, wo du wohnst. Leute wollen das nicht unbedingt. Und dann, ich glaube, das ist ganz okay, wenn du irgendwie Essen oder sowas postest, aber es ist wichtig zu wissen, zeigst du gerade, wo du bist, zeigst du reguläre Muster in deinem Leben, das zu verstärken. Zu Leuten, mit denen du nicht kennst und du nicht weißt, wie sie da zugänglich sind, ist das einfach gefährlich. Noch eine Frage aus dem Internet. Gestern gab es einen Talk über die Möglichkeit einer Armee mit tausenden von Fake-Accounts. Was denkst du darüber? Ich glaube, dass tausende Fake-Accounts Also ich habe gar keinen Kontext für, sorry. Damals in der Schule hat diese fantastische Fotografin mit mir geredet. Sein Professor hat sich 50.000 Followers gekauft und hat irgendwie ein paar hundert Dollar bezahlt. Und das ist irgendwie interessant für soziale Straten. Und das zeigt sie dann einfach ganz anders. Und dann funktioniert die Interaktion anders, ganz anders. Man kriegt mehr Followers täglich. Und diese Person hat irgendwie 1000 verschiedene Accounts kreiert. Und ich glaube, das fragt die Frage. Und ob er sie gekauft hat. Also ich würde fragen, warum? Wollte er sich Sachen angucken oder hat er sich einfach 1000 Followers gekauft? Wo läuft deine Information an? Person ist nicht hier, wir wissen es also nicht. Noch eine Frage, Mikrofon Nummer 3. Hey, meine Schwester hatte einen Vorfall, wer jemand, der irgendwie ein Stalker wurde und der sie nicht wirklich kannte, aber halt komische Nachrichten geschickt hat und ist so schlimm geworden, dass sie auf Instagram gefolgt haben und sie die Person kennt, sie und ihre Freunde, aber sie konnte ihre Informationen nicht kontrollieren. Und diese Person hat Sachen geschickt wie, ja, ich habe
diesen Mixer gekauft und es ist an unser Haus geschickt und Briefe geschickt, wie ja, wie sie Sex haben würden, und aber sie kannten sich gar nicht wirklich und überhaupt, und es wurde halt wirklich schlimm, und sie ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja, ich habe Angst vor der Person, dass etwas passiert, und die haben halt, ja, bis etwas passiert, können wir ja nicht wirklich was machen. Vielleicht gibt es da irgendwie Materialien, aber was würdest du vorschlagen? Oh, es tut mir echt leid für deine Schwester, also das ist echt schrecklich. Und zweitens, was ich sagen würde, ist, es gibt verschiedene Nicht-Profit-Organisationen, wo du hingehen kannst, wenn du belästigt wirst. Was ich sagen würde, ist, Smarkles Guide to Privacy hat das. Das ist ein tolles Buch. Zeigt, wo man Rechtsanwälte, die digital bewandert sind, findet. Meine Empfehlung ist, wenn es dauernd so ist, ein regulärer Stalker, und dann von den sozialen Medien wegzugehen und dann Briefe schreibt, dann solltest du einen Anwalt kriegen und dann Wege finden, wie du Raum zwischen dich und diesen Menschen bringen kannst. Und wenn die Person woanders ist, dann ist das noch ein bisschen schwieriger, aber sie sind in der gleichen Stadt. Und da gibt es noch viel mehr, was man machen kann. Aber das Erste, was ich sagen würde, ist sofort einen Anwalt finden, der sich mit Online-Belästigung auskennt. Wenn ein Mensch in der gleichen Stadt ist und Briefe schreibt, dann ist das ein recht guter Grund, da was Rechtliches zu probieren. Das wäre meine Reaktion. Eine Frage, Mikrofon Nummer 4. Danke für den super Talk. Noch was mich sehr beschäftigt, ist, wie man sich mit den sozialen Medien beschäftigt, aber wie man quasi die digitale Vergangenheit aufräumt. Und ich finde, das ist echt schwierig, weil es eine Infrastruktursache ist. Es ist wirklich schwer, eine Übersicht zu bekommen, was man in der Vergangenheit alles gemacht hat. Und glaubst du, es gibt da ein Design für die Zukunft? Machen sie es absichtlich schwierig oder ist es einfach ein Programmierproblem? Also so wie das Design jetzt ist, ist das erstmal ein Mix zwischen sich selbst in eine Ecke gecodet zu haben und so Sachen zu speichern. Und Leute versuchen halt Sachen zu optimieren für Geschwindigkeit und damit es einfacher zu nutzen ist, nicht für Sicherheit und auch nicht für langes Leben oder auf diesen Plattformen. Das ist schlechte Prioritäten im Design. Und ich denke, dass es jetzt so ein bisschen Pushback gibt, dass Leute darüber nachdenken, wie denken Leute, wie wird das benutzt, wie passiert das, was passiert da und dafür und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, dass es ja nicht so richtig zusammenpassende Prioritäten sind einer Design- und Code-Hierarchie. Alright. Any other questions? Noch mehr Fragen? Seems like we ran out of questions. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr oder sind alle aufgelöst. Vielen Dank für die Fragen, vielen Dank zum Kommen. Ein Applaus für Caroline, danke.